Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Heute geht es um dieses Buch hier, Mondprinzessin von Ava Reed. So sieht das Ganze aus. Und in diesem Buch geht es um Lynn. Lynn hat keine Familie, Lynn ist eine Waise, sie lebt im Waisenhaus, sie muss sich dort alleine durchschlagen und ja, sie ist nicht so besonderlich sozial eingebunden da. Sie versteht sich da mit einem Mädchen überhaupt nicht und mit dieser Hausmutter oder wie man auch immer sie nennt, mit der versteht sie sich auch nicht. Ihr einziger Freund ist eigentlich ihr Kampfsporttrainer und ja, Lynn ist dementsprechend nicht so ganz besonders glücklich und hat auch das Gefühl, dass sie da eigentlich nicht so hinpasst. Ja, deswegen ist es dann nicht überraschend, als eines Tages ein paar Fremde auftauchen und Lynn angreifen und überwältigen wollen, dem sie letztendlich dann entkommt und von jemandem gerettet wird, der ihr erzählt, dass sie tatsächlich nicht von dieser Welt ist, sondern dass sie, wie sich der Titel ja schon ableiten lässt, die Mondprinzessin ist. Ja, und mit diesem jungen Mann, der sie gerettet hat, kehrt sie dann auch zum Mond zurück und trifft dort auf ihre Familie und auf ihre Heimat und muss jetzt, holter die Polter, das Amt der Prinzessin einnehmen und sich einen Prinzen erwählen. Ja, das jetzt mal ganz, ganz kurz zum Inhalt, aber mehr möchte ich auch nicht verraten, das wäre jetzt voll gespoilert. Ja, dieses Buch ist beim Drachenmond Verlag erschienen, kostet neu 12 Euro und hat, Momentchen, 251 Seiten. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Cover. So sehr stimmungsvoll und passend auch. Und hat mir sehr gut gefallen, schon mal vom Cover her, von der Aufmachung her. Ja, die Geschichte an sich. Also mal die Sternebewertung loszuwerden. Es hat von mir sehr, sehr gute 3 Sterne bekommen. Es ist letztlich so, dass die Geschichte, ja, eigentlich bis auf eine Sache tatsächlich sehr vorhersehbar ist und auch ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass diese Geschichte aus vielen anderen Geschichten, die ich schon gelesen habe, so besteht. Also wir haben zum Beispiel so ein bisschen was von Selection dabei, was halt auf diese Prinzensache irgendwie hinausläuft. Dann haben wir was dabei, der goldene Kompass ist ein Element dabei, wo ich so dachte, okay, das kommt mir jetzt sehr, sehr bekannt vor. Und dann auch irgendwie war ich ein bisschen an Sailor Moon erinnert, was wahrscheinlich einfach wegen Mondprinzessin so dazugekommen ist. Also alles in allem war das für mich eher so eine Mischung aus verschiedenen Geschichten, die ich schon kenne. Und daher jetzt nicht unbedingt was, wo ich gesagt habe, boah, krass, habe ich noch nie gehört, noch nie gelesen oder sonst was. Und dementsprechend halt auch 3 Sterne von mir bekommen. Es hat sich schnell gelesen, es sind ja nur 250 Seiten. Das liest sich echt schnell weg und es ist auch ganz nett so. Es waren jetzt keine Charaktere dabei, die ich unglaublich ins Herz geschlossen hätte. Auch Lynn nicht. Ich finde, sie war ein bisschen sperrig tatsächlich. Was jetzt in der Geschichte nicht unbedingt einen Abbruch getan hat, aber ich fand, es ist schwierig, sich so mit ihr zu identifizieren und diese Situation mit ihr so zu verstehen. Und es ist halt auch sehr kurz. Und wenn man sich überlegt, da ist jemand, der lebt als Mensch und auf einmal merkt er, okay, ich komme vom Mond. Es gibt überhaupt Leben auf dem Mond und keine Ahnung. Dafür akzeptiert sie diese Situation halt einfach doch schon sehr schnell und fügt sich auch dieser Rolle, die sie da halt einfach hat, was natürlich irgendwie ein bisschen arg unglaubwürdig ist, ne? Und da kommen natürlich dann noch andere Sachen zusammen, wo man sich dachte, okay, also ein normaler Mensch, der auf der Erde aufgewachsen ist, der würde sowas eigentlich nicht so schnell akzeptieren. Und deswegen halt ein paar Abzüge. Es ist dann natürlich noch was passiert, was mich überrascht hat, was ich sehr, sehr gut fand tatsächlich von der Autorin. Und deswegen kriegt das sehr gute 3 Sterne. Es hat nicht zu den 4 gereicht, weil dafür war halt der Rest nicht. Ja, dann hätte es halt schon mindestens die Hälfte des Buches so einen Hua-Effekt haben müssen. Das war leider halt nicht der Fall. Deswegen sehr, sehr gute 3 Sterne. Ja, es ist nett für zwischendurch, wen besagte Bücher interessieren, die ich jetzt hier schon genannt habe, der die Fläche kennt und da die Geschichten kennt und mag, der sollte sich das Buch angucken, weil das ist so eine Fusion davon und ist dann eigentlich ganz schön. Und ja, ansonsten ist es ein Einzelband und es ja, wird nicht weitergehen. Also das Ende ist eigentlich schon, es ist zwar nicht abgeschlossen, abgelegt und verschlossen im Tresor, aber es ist schon so ein Ende, wo man sich denkt, okay, es ist zu Ende. Und ja, deswegen auch mal schön, ein Einzelband im Fantasy-Bereich zu lesen. Und ja, das war's von mir und diesem Video. Falls ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und damit würde ich mich verabschieden, wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.